Weiter geht's mit dem Boss. Wir sind hier natürlich beim Cakewalk bei Bandlab Tutorial oder Sauna, wie es früher hieß. Für all diejenigen, die neu dabei sind, habe ich hier einen Link, wo ihr in die komplette Playlist von dieser Videoserie einsteigen könnt. Also direkt von Anfang an. Für alle anderen machen wir jetzt einen virtuellen Bass. Ja, und ich hole mir jetzt noch einen Kaffee und solange guckt ihr euch das Intro an. Den Bumper. Machen wir uns einen virtuellen Bass. Dazu wechseln wir bei Plugins in die virtuellen Instrumente. Sollte bei euch dieser Browser nicht hier sein. Mit B wie Browser kann ich den ein- und ausblenden. Und ich tippe jetzt einfach mal Bass ein und da gibt's den SI Bass Guitar. Und den ziehen wir uns wieder hier in einen leeren Bereich. Synthesizer Option lassen wir auf einfache Instrumentenspur. Und dann haben wir dieses hübsche Ding hier. Auch kann ich die anspielen. Wie bei unserem Drumkit auch, gibt's hier verschiedenste Vorlagen, die ich mir dann per Drag and Drop hier reinziehen könnte. Ich möchte den aber dieses Mal komplett selber machen. Ein Regler, den ich jetzt gleich ändern werde, ist es hier. Ich gehe von Poly auf Mono, weil ich möchte, dass immer nur ein Ton vom Bass gleichzeitig spielt und sollten sich die Noten überlappen, gibt es dann ein sogenanntes Legato, das so fließender Übergang ist. Machen wir das mal zu. So, hier haben wir unsere neue Spur. Da gehen wir da eben oben auf Pianorollenansicht. Sollte die Pianorollenansicht bereits offen sein, dann hier mit einem Doppelklick Vollbild oder je nachdem, wie groß ihr das machen wollt. Und hier versteckt sich noch mein Track-Auswahlmenü kann ich natürlich dann auch dementsprechend ausblenden, wenn ich es nicht brauche. Und genauso wie den Browser, den macht man es auch weg, dass wir hier auch Platz haben. So, mein Schluck hat meinen Kaffee drin. Bin übrigens kein Werder Bremen-Fan, wenn man es genau sagen möchte. Ich hasse Fußball, beziehungsweise ich kann nichts damit anfangen. Ich nehme die Taste nur daher, weil das die Taste ist, wo es mir wurscht ist, wenn es kaputt geht. Weil ich bin ja auch so ein bisschen ein Tollpatsch. Muss man ja dazu sagen. Egal. Wir sind ja beim Bass. So. Um jetzt hier einen Bass erklingen zu lassen, muss ich erstmal gucken, dass mein Smart Tool ausgewählt ist. Und dann kann ich mir klicken und ziehen, eine Note zeichnen. So. Und hier höre ich zum Beispiel nichts. Woran könnte es liegen? Vielleicht, weil ich zu weit unten bin. Mit einem Rechtsklick auf die jeweilige Note kann ich sie wieder löschen. Fangen wir mal hier an. Ah. Ihr habt es ja gerade gesehen, solange ich die Maustaste gedrückt lasse, kann ich immer noch die Tonhöhe und Länge verändern. Möchte ich jetzt hier noch ein E haben? Oder doch ein Fis? Und sobald ich loslasse, wird die Note gezeichnet. Und so kann ich mir jetzt meinen Bass skizzieren. Ich kann auch mehrere Noten rein kopieren, wenn ich möchte. Dazu mit gezogener rechter Maustaste das auswählen und dann die STRG-Taste gedrückt halten. Und jetzt seht ihr schon, gibt es hier noch ein kleines Plus-Symbol. Und jetzt mit Klicken und Ziehen mache ich einfach eine Kopie davon. Und jetzt kann ich mir meinen Bass skizzieren. Ja, ihr hört, ich hätte die Gitarre vielleicht nochmal einspielen sollen. Normalerweise mache ich es ja auch so, dass ich erst mein Schlagzeugbeat skizziere und alle virtuellen Instrumente und dann spiele ich darauf was ein. Aber vor das Tutorial-Sake, verzeiht mir bitte, dass ich da nicht so akkurat war. Ihr könnt ja eine geilere Version draus machen und könnt mir dann schicken. Die E-Mail-Adresse ist hier. So, jetzt haben wir unseren Bass eingespielt. Und jetzt können wir den auch ein bisschen variieren. Jetzt würde ich das gerne loopen. Loopen kann ich eigentlich fast überall rausmachen. Ich mache jetzt mal hier drin. Dazu gehe ich hier in die obere Leiste, wo wir die Taktnummern sehen. Und mit Klicken und Ziehen lege ich mir meinen Bereich fest. Und mit einem Klick hier oder mit Umschalt und L kann ich den Loop aktivieren. Und jetzt läuft es immer in diesem Loop, wenn ich die Play-Taste drücke.
jetzt, wenn wir uns mal den Bass in Solo anhören, hören wir auch wieder das gleiche Problem wie vorher beim Schlagzeug. Es klingt ziemlich roboterhaft. Man muss auch sagen, es ist jetzt eher ein günstiges VST. Das heißt, die Samples, die da aufgenommen werden, sind immer die gleichen. Das heißt, wenn ich den gleichen Ton spiele, klingt er exakt das gleiche Sample immer. Und als Stilmittel ganz gut, aber wenn man jetzt ein echtes Instrument natürlich nachahmen möchte, ist es schwierig. Wie ich es noch ein bisschen auflockern könnte, ist genau wie vorher mit meinen MIDI-Effekten und zwar mit Velocity. Es ist ja alles nicht destruktiv, solange ich hier nicht mit Rechtsklick verbinden zu Clips auswähle. Solange dieses FX drin ist, kann ich jederzeit auf Velocity wieder zugreifen. Ich habe ja vorher im VST-Instrument hier auf Mono umgestellt, hat bis jetzt noch keine Auswirkungen. Wenn ich aber dann so Legato-Noten mache, und die erhalte ich, wenn ich Noten überlappe. Das heißt also, möchte ich jetzt das von dieser Note auf dieser ein Legato gespielt wird, dann würde ich einfach diese Note hier ein bisschen verlängern, dass die hier überlappen und dann hört sich der Übergang so an. Kann ich auch noch hier machen und dann haben wir so einen Übergang. Ja, und ich könnte auch zum Beispiel immer die letzte Note einen Übergang machen. Mal mit allen Instrumenten. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Bis dahin gibt es auch noch hier ein Video zum Chillen. Und ja, Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus, möchte ich jetzt nicht sagen, weil wir machen ja weiter.